Sadek Hariri auf dem Weg zu seinem Einsatz. Hariri ist aus Syrien geflüchtet und lebt jetzt in Weingarten. Bei den Maltesern leistet er zurzeit einen Bundesfreiwilligendienst. Vormittags bedeutet das für ihn Fahrdienst oder Essen auf Rädern. Heute fährt er eine Kundin zum Friedhof nach Ravensburg. Sein Berufsziel: Er würde gerne Rettungssanitäter werden. Mein Heimland ist viel Krieg und ich kann viel Erfahrung von Rettungssanitäter. Ich würde gern von die Rettungssanitäter machen und arbeiten. Doch zuvor muss er sich im Bundesfreiwilligendienst beweisen. Bislang mit Erfolg. Dienststellenleiter Gernot Fuß erinnert sich noch gut an seine erste Begegnung mit Hariri, als der junge Syrer sein Büro betreten und seine Bewerbung abgegeben hatte. Und er wollte unbedingt dem Land Deutschland was zurückgeben, weil die Bundesrepublik Deutschland, die deutschen Bürger, die deutschen Helfer in den Unterkünften haben ihn so gut aufgenommen. Das hat ihm sehr gefallen und er wollte sich jetzt einfach revanchieren. Sich um Flüchtlinge kümmern, das gehört zu den Kernaufgaben der Malteser. Doch mit Notunterbringung ist es nicht getan. Jetzt geht es darum, die Flüchtlinge zu integrieren. Ein Weg der Malteser ist, selber als Arbeitgeber aufzutreten und Geflüchtete wie Sadek Hariri zu beschäftigen. Das Fazit bisher ist positiv. Er war sehr beliebt bei unseren Kollegen, bei unseren Mitarbeitern, auch bei unseren Kunden. Ich bekomme immer wieder mal Anrufe von Fahrgästen, von Kunden und sagen, der Mann ist ja super, den schickt mir beim nächsten Mal bitte wieder. Aber die Integration in den Arbeitsmarkt muss nicht zwangsläufig in einer Anstellung bei den Maltesern führen. Die Diözese Rottenburg-Stuttgart und die Bundesregierung fördern Integrationslotsen. Damit haben die Malteser einen ehrenamtlichen Dienst mit speziellen Schulungskonzepten entwickelt. In Weingarten gibt es zum Beispiel einen Computerclub. Jasmin Trescher koordiniert die einzelnen Angebote für Flüchtlinge. Der Malteser Computerclub macht Bewerbungstraining, Computer-Tastaturschreiben, Umgang mit dem Internet, Skype, solche Dinge und vor allem auch Bewerbungsschreiben. Auch Sadek Hariri besucht nachmittags einen Integrationskurs der Malteser. Die Erfahrungen mit den Geflüchteten, so Jasmin Trescher, seien sehr positiv. Sie zeigten sehr viel Engagement. Es hat sich also gezeigt, dass gerade auch Geflüchtete, zum Beispiel aus afrikanischen Ländern, auch junge Männer, aber auch junge Frauen, zum Beispiel aus Eritrea, auch aus Afghanistan, sehr interessiert daran sind, sich hier zu integrieren, sehr großes Interesse haben, aber ihnen eben oft einfach die Kenntnisse fehlen. Kenntnisse vermitteln, das will auch Malte Siegmann, einer der Initiatoren des Projekts Immigrate, in Kooperation mit den Maltesern. Die studentische Initiative in Friedrichshafen will Geflüchtete in den Arbeitsmarkt integrieren. Mitarbeiter lokaler Betriebe übernehmen die Rolle ehrenamtlicher Coaches. Die Ziele von Immigrate? Unter anderem natürlich einfach lokale Kontakte zu knüpfen, also Kontakt zu Einwohnern der Region zu gewinnen und natürlich einfach sozial auch eingegliedert zu werden, ihr Deutsch zu verbessern, gemeinsame Unternehmungen zu machen und einfach Land und Kultur kennenzulernen. Neben Sadek Hariri ist inzwischen auch dessen Bruder Mohammed bei den Maltesern. Ein weiterer Geflüchteter aus Gambia hat 3 Wochen lang ein Praktikum in der Dienststelle in Weingarten gemacht. 3 Migranten aus Syrien und dem Kosovo haben durch die Projekte der Malteser Ausbildungsplätze in der IT und in der Gastronomie erhalten. Und auch für Sadek Hariri gibt es ein Happy End. Er darf bei den Maltesern die Ausbildung als Rettungssanitäter anfangen.